Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen auf der Baustelle des Smart Modells. Wir wollten ein Konzept machen, wo man sich auf das Wesentliche konzentriert. Was möchte der moderne Gast? Was möchte der Kurzurlauber? Er möchte ein sauberes Zimmer. Er möchte eine moderne Technik. Dementsprechend ist auch WLAN hier dann kostenfrei. Dementsprechend wird der Flatscreen 47 Zoll haben und ein komfortables Zimmer, das ist ganz wichtig. Und für uns war auch sehr entscheidend, dass ein kurzentschlossener Gast ohne großen Aufwand hier buchen kann. Das heißt, unser Konzept basiert auf dem, man kann über Internet das Zimmer buchen, man kann dann hier beim Eingangsbereich mit einem Automaten das Zimmer buchen. Man muss nicht herumtelefonieren, man muss nicht lange fragen, man sieht, ob Zimmer frei sind. Sie wissen ja, das Wirtschaftsforum Waldviertel ist jetzt seit 3,5 Jahren tätig. Wir haben viele Dinge schon begonnen, viele Dinge auch schon umsetzen können. Wir sind ein Teil des Waldviertel-Netzwerks mit 174 Mitgliedsbetrieben, repräsentieren wir über 9000 Arbeitsplätze im Waldviertel. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig, wenn es solche Initiativen gibt wie hier dieses Smart Motel. Wir sind keine Marketingkooperation im klassischen Sinn und geht es nicht darum, dass wir Inserate schalten, Radiospots machen und rein im Marketingbereich sagen, wir wollen Nachfrage generieren, sondern wir wollen gemeinsam uns weiterentwickeln und so wie wir jetzt danach sehen werden, auch querdenken im Sinne von Baustellenabwicklung, aber auch in Zusammenarbeit miteinander, dem Umgang miteinander im täglichen Baustellenleben und somit auch den Nutzen für die Kunden auf der Baustelle. Weil jeder kennt das, man möchte eine saubere Baustelle, man möchte, dass die Handwerker zusammenarbeiten und dafür stehen die Waldviertler. Zu den Fakten, es werden 23 Zimmer gebaut, es arbeiten aktuell 7 Gewerke Hand in Hand, ja, 22 Handwerker, die in den einzelnen Räumen momentan arbeiten. Der Innenausbau, also vom Spachteln weg, bis es bezugsfertig ist, bis die Matratzen drin liegen, 15 Arbeitstage. Das heißt, wir haben vor exakt 2 Wochen begonnen und am Freitag können wir den Innenausbau übergeben. Das heißt, ein Zimmer vom Spachteln, bis die Matratzen drinnen liegt, vergehen 5 Tage und alle 3 Stunden wird ein Zimmer fertig. Anfangen tut man mit einer vernünftigen Planung. Ja, das heißt, wir haben uns, und allein das ist schon unüblich, dass sich die Handwerker im Vorfeld zusammensetzen. Alle, die am Bau beteiligt sind, wir haben uns 2 Tage Zeit genommen, um zum einen das Baulogistikkonzept zu entwickeln. Das heißt, wenn wir neue Wege gehen, müssen wir einfach auch neu denken und die Baustelle völlig anders koordinieren. Auch die Idee, dass die Handwerker sich wirklich auf das konzentrieren können, was sie können, und nicht jetzt mit Logistikaufgaben beauftragt sein. Das heißt, wir haben ein eigenes Logistikteam, die das Material zu dem Zeitpunkt, wo es benötigt wird, in die Zimmer bringt. Das heißt, der Fliesenleger kriegt ein Stück genau die Fliesen ins Zimmer geliefert zu dem Zeitpunkt, wo es braucht.